Guten Nachmittag. mal ein anderes Thema, weil ja wegen Mobbings schon wieder jemand durchgedreht war. Ich sage, Mobbing, das war früher gut. Und heute ist es schlecht. Warum? Da komme ich gleich drauf. Gucken wir mal kurz, was Wikipedia, böse Wikipedia dazu zu sagen hat, zur Begriffsgeschichte. Und da wird es eigentlich interessant. Nicht, was heute alles für Auswüchse gibt oder so weiter. Gucken wir uns mal ganz kurz die Begriffsgeschichte an. 1963 hat der Verhaltensforscher Konrad Lorenz den Begriff Hassen geprägt. Lorenz bezeichnete damit Gruppenangriffe von Tieren auf einen Fressfeind oder anderen überlegenen Gegner. Dort von Gänsen auf einen Fuchs. Der schwedische Arzt Peter Paul Heinemann verwendete 1969 den Begriff Mob oder Mobbing. Mobben für das Phänomen, dass Gruppen eine sich von der Norm abweichend verhaltende Person attackieren. Also er hat das nicht nur auf die Tierwelt gegeben. Nochmal zum Hass und Hassen. Das ist tatsächlich, also stürzen sich zum Beispiel Gänse auf den Fuchs, weil sie viele sind, haut der Fuchs ab. Oder, das haben wir selber schon alle wahrscheinlich gesehen, wenn ein Greifvogel am Himmel ist und Krähen unterwegs sind, dann werden die den so lange anfliegen und attackieren, bis der Greifvogel aufgibt und sich verpieselt. Und so weiter. Das gibt's also überall. Und jetzt gehen wir noch mal auf früher. Warum sage ich, das ist eine These von mir, früher war es gut? Na, erstens in der Natur war das gut, weil, wie gesagt, Fressfeinde, die durchaus überlegen sind, ein Fuchs ist stärker als eine Gans, aber von vielen Gänsen zum Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel ruhig, vertrieben wurden. Und jetzt wende ich das auf den Menschen an und auf früher. Als die Masse der Menschen noch vernünftig war, hat man solche Typen, die einfach nicht ins Bild passten oder ins Konzept passten, weil sie sich schlecht benommen hatten, weil sie sich gar nicht benommen hatten, weil sie einfach blöd waren und der Gruppe geschadet haben, durch nicht unbedingt gleich körperliche, aber zumindest seelische Angriffe mindestens gemieden, wenn nicht gar vertrieben. Das kennen wir alle, das war früher durchaus richtig. Denn wenn vernünftige Leute durch Unvernünftige gestört wurden, dann mussten die Unvernünftigen einfach weg. Man musste sie ja nicht gleich umbringen, also hat man alles getan, um diesen Typen oder diese Typen einfach aus der Gemeinschaft auszuschließen, also zu ignorieren und wenn es gar nicht ging, irgendwie so lange zu attackieren, geistig, also psychisch zumindest, bis der weg war. Da sich aber heute das Kräfteverhältnis umgedreht hat, sage ich, ist Mobbing schlecht. Jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare und immer sachlich, sachbezogen, zur Sache bleiben, dann kriegen wir hier wahrscheinlich auch wieder neue Erkenntnisse. Ja, also nochmal an früher denken, was hat es damals oder in der Tierwelt, also in der Natur, und wir waren ja früher auch nur Natur, was hatte es da für Funktion, das Mobbing, das Hassen? Und was hat es heute für eine Funktion, beziehungsweise wie haben sich die Verhältnisse so gewandelt, dass ich sage, heute ist das Mobbing schlecht? Na gut. Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag und Abend und bis zum nächsten Video und bin, wie gesagt, sehr gespannt auf die Diskussionsbeiträge. Na dann, dass das ein Nachtrag ist, ja, das seht mir mal nach. Aber es hat letzten Endes doch damit zu tun mit der Bildung. Wie waren die Leute früher und wie sind sie heute, ne? Oder? Also, alle guten Wünsche. Bis dann. Tschüss, tschüss.